Wir waren 2 Wochen in Disney World in Florida und das war wahrscheinlich der beste Urlaub meines gesamten Lebens. Was wir so erlebt haben, was wir so gesehen haben, was wir so gemacht haben, das möchte ich in diesem Video mit euch teilen. Und wenn ihr auch davon träumt, eines Tages mal nach Disney World zu pilgern, dann habe ich am Ende des Videos auch noch ein paar Tipps und Tricks für euch parat. Also, let's go! Submit! Wer Kingdom Hearts sagt, der muss auch Disney sagen. Ich war schon 2018 im Disneyland Paris und das war schon unglaublich gut. Auch das Disneyland Paris ist richtig, richtig fantastisch, schön und gut. Ich hatte aber Bedenken, dass die Disney World dann im Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mithalten kann. Denn alleine schon nach Florida zu kommen und da halt einige Tage zu bleiben, ist schon so richtig teuer. Außerdem wusste ich, dass es sowohl in Disney World als auch Disneyland Paris eine Attraktion gibt, die halt doppelt sind, die es in beiden Parks gibt. Und ich hatte halt wirklich Bedenken, dass es sich deswegen vielleicht nicht lohnt. Das war völlig unbegründet. Disneyland Paris ist wie gesagt schon richtig, richtig, richtig gut. Aber, und das ist das Absurde dabei, Disney World ist einfach noch so viel besser. Wir sind von Frankfurt aus geflogen, weil wir dort einen Direktflug hatten. Bedeutete aber auch, dass wir erst einmal von Salzgitter nach Frankfurt mussten. Wir sind einen Tag früher nach Frankfurt und haben dort noch einmal übernachtet, denn der Flug ist mit mehr als 10 Stunden echt eine Ansage. Bedenkt außerdem, dass es eine große Zeitverschiebung gibt und dass ihr aufgrund von der höchstwahrscheinlichen Jetlag haben werdet. Das war für mich das erste Mal, dass ich in die USA geflogen bin, überhaupt das erste Mal, dass ich mal Europa verlassen habe. Und ich hab's komplett unterschätzt. Jetlag ist richtig scheiße. Als wir angekommen sind, hatten wir aber keine Zeit, müde zu sein, denn wir waren erstmal völlig baff von dem Flughafen in Orlando. Das war halt eigentlich eher ein gigantisches Hotel, in dem auch zufällig ein Flughafen ist und nicht andersherum. Klar, man kennt das aus Filmen und aus Fernsehen, wie groß alles in den USA ist und so weiter, aber auch das habe ich total unterschätzt. Das wurde dem überhaupt nicht gerecht. Also meine Erwartungshaltung wurde dem nicht gerecht. Es ist alles so gigantisch groß, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht schon mal selber da gewesen ist. Wir waren übrigens in keinem Disney-Hotel, aber wir waren in dem Hotel, das so nah am Disneyland dran ist, wie es nur geht, ohne ein eigentliches Disney-Hotel zu sein. Disney Springs war gerade mal 3 Minuten Fußweg von unserem Hotel entfernt und das Disney Springs, das zeige ich euch später noch, und war damit eigentlich wirklich eine optimale Lage, um nach Disney World zu kommen. Die haben einfach unsere Schuhe weggeschmissen. Ich weiß nicht, ob sie geklaut haben, aber ich glaube, sie haben sie einfach weggeschmissen. Unsere Schuhe waren nass vom Regen von gestern und von der Attraktion. Haben wir die gewaschen und haben die ausgestellt zum Trocknen vor die Tür. Als wir wiedergekommen sind, sind sie weg. Und groß sind auch die Parks. Disneyland Paris war schon echt groß. Mit dem Magic Kingdom und den Walt Disney Studios. Ich würde sagen, man braucht für beide Parks in Paris jeweils 2 Tage.
An nur einem Tag sind die jeweils nicht zu schaffen. Das geht nicht. So groß ist Disneyland Paris. Aber Disney World hat nochmal alles völlig gesprengt. Disney World hat nicht zwei Parks, sondern ganze vier Parks plus zwei große Wasserparks. Genau genommen also sechs Parks, die zusammen Disney World ergeben. Es gibt das Magic Kingdom, die Hollywood Studios, das Animal Kingdom und Epcot. Und diese vier Parks allein sind zusammengenommen bereits fünfmal so groß wie das Disneyland Paris. Die zwei Wasserparks zählen in diese Größe noch gar nicht mit rein und kommen noch extra oben drauf. Und ja, besonders im Magic Kingdom findet man auch so ein paar Attraktionen aus Paris wieder. Ich sagte ja schon, ich hatte Bedenken, dass es zu viele Sachen doppelt gibt. Aber zum einen sind die Sachen, die es sowohl in Florida als auch in Paris gibt, in Florida einfach absurderweise noch besser und noch schöner gestaltet als in Paris. Und zum anderen ist Disney World halt, wie gesagt, so riesengroß, dass die paar Sachen, die doppelt waren, überhaupt nicht ins Gewicht gefallen sind. Ein Beispiel: Peter Pan's Flight. Das ist eine kleine, süße Bahn für Kinder, wo man ganz entspannt einfach durch Szenen gefahren wird, die einzelne Momente vom Peter Pan-Film nachstellen. Nicht nur, dass dieser Ride selber größer und schöner war, allein die Warteschlange war schon ein kleines Erlebnis. In Paris war das so eine Standard-Geländerreihe, wie man das halt aus Freizeitparks so kennt. Im Disney World Florida haben sie einfach das Schlafzimmer der Kinder aus dem Film nachgebaut. In Disney World wird mit solchen Sachen halt alleine schon die Wartezeit selbst zu einem Erlebnis. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich möchte damit halt deutlich machen, dass die Gestaltung des Parks an sich in Disney World, selbst wenn da Sachen sind, die es doppelt gibt, halt einfach viel besser und viel größer und viel kreativer ist. Thank you.
Wir sind am ersten Tag direkt ins Magic Kingdom. Wir haben natürlich jeden der Parks mehrfach besucht, da wir halt 2 Wochen da waren. Aber Magic Kingdom ist typisch Disney, also sind wir da auch zuerst hin. Und ich weiß, ich wiederhole mich jetzt, aber es ist alles absurd groß. Das ist nach deutschen Standards überhaupt nicht zu vergleichen. Das ist so riesengroß. Ich habe natürlich auch keinen Selfie-Stick oder sowas, um euch zu zeigen, wie weitläufig das einfach alles ist. Das ist völlig krank, Mann. Und diese Seilbahn, okay, die hat gerade anscheinend einen Defekt, eben gerade bis vor 30 Sekunden oder was sich noch bewegt. Alle Parks sind mit Seilbahnen oder Einschienenbahnen oder Booten miteinander verbunden, damit ihr immer von einem Park in den anderen kommt, wenn ihr das wollt. Oder halt in euer Disney-Hotel. Ah ja, jetzt bewegt sich wieder. Unser Hotel war, wie gesagt, total nah dran. Näher ging es nicht mehr. Um zu den Parks zu kommen, mussten wir trotzdem jeden Morgen den Shuttlebus des Hotels nutzen und dann 10 bis 15 Minuten Bus fahren, um erstmal zum Eingang der Disney World zu kommen. Am Parkeingang selbst wirst du dann nochmal per Monorail oder Boot in den Park transportiert. So absurd groß ist das alles. Diese Parks haben wirklich gigantische Ausmaße. Und es ist wirklich der fröhlichste Ort der Welt. Die Mitarbeiter sind so unglaublich freundlich und es gibt welche, dessen einzige Aufgabe es zu sein scheint, dich zu begrüßen und dir zu winken. Ich habe mich immer wieder in Smalltalk-Gesprächen mit den Parkangestellten wiedergefunden, weil sie einen immer mal wieder ansprechen. Und das ist nicht so ein, na, wie geht's, aber eigentlich will ich gar nicht wissen, wie es dir geht, sondern das ist nur mein Eröffnungssatz. Nein, die wollten wirklich wissen, wie es einem geht, ob sie etwas für einen tun können, was man bisher so erlebt hat, wo man herkommt und so weiter. Die haben echtes Interesse an einem gezeigt und den Unterschied merkt man wirklich sofort. Klar, es ist deren Job, das zu machen. Aber man kann jeden Job gut oder schlecht machen und die haben ihren richtig gut gemacht. Diese positive Stimmung der Mitarbeiter überträgt sich auch automatisch auf die Gäste im Park. 90% der Leute dort waren total nett, höflich, haben Rücksicht aufeinander genommen, waren hilfsbereit. Klar, es gibt immer ein paar faule Eier, die sich daneben benehmen, aber alles in allem war ich mega überrascht, was für eine unfassbar gute Stimmung in den Disney-Parks war. Ihr habt alleine schon, wenn ihr nur in den Parks chillt und gar nichts wirklich fahrt oder so, einfach eine richtig gute Zeit. So, direkt zum Anfang, das allererste, was wir fahren, nehmen wir direkt das Schlimmste, das meiste, was am meisten Terror verursacht, das Härteste überhaupt, wo ich wahrscheinlich mir wünschen würde, dass ich, ja, weiß ich nicht, nichts mehr mitkriege um mich herum, denn wir gehen jetzt in eine Small World. Oh nein. Leute, so sieht die Hölle aus. Genau so sieht die Hölle aus. Genau so sieht die Hölle aus. Und ihr könnt ihr nicht entfliehen. Sie grinsen euch einfach an und singen ihr Lied. Ah. Leute, das ist der Stoff, aus dem Horrorfilme sind. Alter! Hilfe! Hilfe! Ah. Ist das nicht nach heutigem Maßstab rassistisch? Gott! Werda, der besucht mich heute Nacht in meinen Träumen. Er wird so über meinem Bett schweben, ich weiß es jetzt schon. Ah. So, ich habe alle verlorenen Seiten gesammelt und deswegen geht's jetzt zu Winnie Pooh. Winnie Pooh!
Digga, was machst du mit Pudu, altes Rübenschwein? Alter, ist die LSD in der Luft oder was? Ich glaube, die haben unsere Getränke gespeist. Wow! Du kannst mir gar nichts. Ich habe dich schon mal beim Schlüsselschwert besiegt. Hi everyone, I am still Buddy Boyle. Hello, I am pleased to announce that I have a brand new mind reading act. That's right, I'm telepathetic. Ooh. And I'll prove how pathetic I am by reading the mind of this human right here. This human in the dark t-shirt would like to volunteer to have their mind read. Hello, what is your name? Rachel. Correct. That's just one small example of my telepatheticness. Auf dieser Brücke haben wir alle gegen Xaldin gekämpft. Denn dort oben ist das Schloss des Biestes. Und da gehen wir jetzt rein essen. Mit der da. Wink für die Kamera. Was? Wink für die Kamera. Sehr gut. Ich komme! Hinterbettlertiere, oh Gott! Fast so wie die Tierchen von South Park. Aber das hier sind Hinterwäldler. Rednecks. Holy fuckeroni! Alter, das sind komplette Five Nights at Freddy's Vibes. Ich krieg heute noch Albträume von denen. Genau von denen da. Tortuga. Yo ho, yo ho, pirates die for me. Thank you.
Also in Kingdom Hearts 3 waren hier jede Menge Lucky Emblems versteckt. Das habe ich noch keins gesehen. Hallo, Master Gibbs. Er fühlt es richtig. Das Magic Kingdom ist halt all das, was so typisch klassisch Disney ist. Da ist alles auf die Prinzessinnen und die alten Disney-Filme getrimmt. Und alles ist bunt und so weiter und so fort. Die Rides, die es da gibt, die sind alle mit dem, ja, mit Kindern als Zielgruppe konzipiert wurden und sind deswegen halt auch sehr gemächlich. Das heißt natürlich nicht, dass es da nicht auch ein bisschen schnellere Bahnen gibt und sowas und dass man die gemächlicheren Bahnen nicht auch als Erwachsener gut finden kann. Aber wenn man jetzt die schnellsten und tollsten Achterbahnen sucht, dann findet man die nicht im Magic Kingdom. Da muss man dann in einen der anderen Parks gehen. Wenn das Magic Kingdom maßgeblich für Kinder ist, dann ist Epcot maßgeblich für Erwachsene. Der Fokus in Epcot liegt auf dem Weltraum, Autos und einer Weltausstellung. Natürlich ist hier auch einiges an Inhalten zu Disney-Filmen und Figuren, aber alles in allem ist dieser Park nicht so bunt und verspielt. Das Magic Kingdom ist wie eine bunte Kirmes oder ein Jahrmarkt. Epcot hingegen ist mehr wie ein Streetfood-Festival in einer Großstadt. Die Hauptattraktion dort ist die Weltausstellung, wo um den großen See herum Nachbildungen von verschiedenen Ländern sind, in denen sich wiederum Restaurants, Shows und Rides verbergen. Und ich sage Streetfood Festival, weil es alle paar hundert Meter in einem anderen Land dann auch an das Land angepasste Speisen und Getränke gibt. Super weird fand ich, dass eine Achterbahn einfach auf Chevrolet gesponsert war und es zur Wartezeit dazugehörte, sich seinen eigenen Chevrolet zu designen. Ah, okay. Jetzt musst du quasi malen, wie die Karosserie aussehen soll. Ah, guck, dann verändert sich das oben auch. Scheiß auf Green Energy, Plasmaantrieb! Wir nehmen den Plasmaantrieb. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Lackierung, Farbe. Schwarz, Batman. Und gelb. Gelb. Ich sehe überhaupt nicht, was gelb ist. Mama mehr, wo mehr Leistung. Nein! Das ist ja nicht Batman, oh mein Gott! Batman würde damit nicht fahren. Das sieht furchtbar aus. Was hast du getan? Als sie aus der Bahn rausgekommen sind, musste man dann quasi auch noch durch ein kleines Chevrolet-Autohaus laufen. Fand ich super komisch.
Das geilste in diesem Park ist für mich aber die Guardians of the Galaxy Achterbahn. Das Ding ist seine Wartezeit auf jeden Fall wert. Man durfte da drin aber leider nicht filmen, deswegen habe ich davon auch keine Aufnahmen. Das ist im Prinzip, du wirst in einen Raum gepackt, da wird dir dann gesagt, du wirst jetzt in den Weltraum gebeamt, um dich herum wird es dunkel, auf einmal bist du wirklich in einem anderen Raum. Der Raum verändert sich um dich herum, du bekommst es beim ersten Mal nicht mit, weil die Wände auf einmal weg sind. Dann bist du in einem riesigen Raum mit einer Leinwand, wo die Guardians of the Galaxy dann halt auftauchen und eine Nachricht dir schicken. Auf einmal kommt ein riesiger Celestial, der die Erde zerstören möchte. Und dann heißt es, okay, wir haben jetzt keine andere Wahl. Die Leute, die da sind, müssen jetzt mit uns zusammen im Raumschiff gegen diesen Celestial kämpfen und die Welt retten. Und das ist mega geil. Das ist quasi eine Achterbahn im Dunkeln. Aber überall um dich herum sind Leinwände, 360 Grad. Und überall passiert was. Das Schiff von den Guardians of the Galaxy, die fliegen da rum, die kämpfen gegen den Celestial. Alles, während du dich drehst und die Achterbahn bewegt sich schnell. Und nebenher läuft natürlich Musik vom Awesome Mix, vom Awesome Mix aus dem Film. Und jedes Mal, wenn man fährt, ist ein anderes Lied da. Das heißt, es lohnt sich auch, die Bahn öfters zu nehmen. Mega geil, wirklich hammermäßig. Was man aber wissen muss, es gibt da keine normale Schlange zum Anstellen. Es gibt nur eine Virtual Queue. Ihr müsst die App benutzen. Und ja, zu der App sage ich später auch noch was. Und müsst entweder morgens um 7 Uhr oder mittags um 13 Uhr auf die Minute genau euch in diese Queue eintragen und die App aktualisieren. Wenn ihr das nicht macht, kann es sein, dass die Queue voll ist für den Rest des Tages und ihr diesen Ride nicht fahren könnt. Sollte man aber nur vorher wissen. Ja, willst du da rein oder nicht? Let it snow, let it snow. Hello, like warm hugs too, yeah? Ich denk an dich.
rein, das Licht muss wieder angehen. Ja. Ja, du willst einen neuen Hut. Das steht dir wirklich gut. Das steht dir wirklich richtig gut. Wirklich. Endlich. Weihnachtsecke. Endlich fühlt man sich wieder zu Hause. Ja. Endlich wieder zu Hause. Und die Kinder haben hier so viel Spaß, wie ihr gerade gesehen habt. So viel Spaß! Das stellen sich die Amerikaner unter Deutschland vor. So, so. So, so. Ah, kommt bei aus. Na, willst du auch ein Bild mit Mulan?
Kennt ihr den Serengeti-Park in Hodenhagen? Ja, die Stadt heißt wirklich so. Das Animal Kingdom ist dasselbe, nur in gut und tausendmal besser. Es ist eine Mischung aus Zoo und Freizeitpark. Am Parkeingang habt ihr kleine Gehege mit kleineren bis mittelgroßen Tieren wie Ameisenbären oder exotischen Nagetieren und Vögeln. In der Mitte des Parks gibt es Gehege mit Affen und Kängurus und so weiter. Und am hinteren Ende des Parks gibt es eine Safari-Tour, wo ihr auch Elefanten, Nashörner, Großkatzen und so weiter sehen könnt. Wenn ihr viele Tiere sehen wollt, dann müsst ihr sehr früh in den Park, da sich die Tiere die meiste Zeit vor der Sonne und dem Lärm der Besucher verkriechen. Die sind morgens und abends aktiver. Tagsüber suchen die halt Schutz vor der Sonne und den nervigen Parkgästen. Aber das soll jetzt nicht so rüberkommen, als wäre das eigentlich nur ein Zoo. Die Tiere sind eigentlich nur ein Bonus, denn auch dieser Park hat fantastische Achterbahnen, Restaurants, Shows und andere Dinge zu entdecken. Suddenly bist du in einem Atomschutzbunker. Das ist das Team von Funky Town. Die haben sich verzählt. Es waren zu viele. Jetzt sind wir allein in dem Raum. Hier ist niemand. Wir könnten jetzt sonst was machen. Okay, der Film ist ziemlich überbewertet. Der Ride nicht. Das war mega. Das war der krasseste Flugsimulator, in dem ich je gefahren bin. Du kriegst 3D-Brillen auf, bist vor so einer riesigen Leinwand, dass du nicht mehr siehst, wo die Leinwand anfängt und aufhört. Du sitzt wie auf so einer Art Motorrad, Fahrrad, was dann komplett an dich rangeht. Du wirst quasi da so komplett eingeschnürt und dann fliegst du halt auf dem Rücken von so einem Flugsaurier quasi durch diese Welt und dir wird die ganze Zeit Luft ins Gesicht gepeitscht, als wenn der halt entsprechend taucht und so weiter, du das auch wirklich mitbekommst. Jedes Mal, wenn dieser Flugsaurier seine Flügel auf und ab bewegt, weil er Schwung holt, bewegen sich auch unten an deinem Bein die diese Halterung bewegen sich absichtlich dann halt entsprechend mit dir mit, sodass du auch wirklich das Gefühl hast, du merkst jetzt, dass das Vieh sich bewegt unter dir und so weiter. Dir werden Gerüche ins Gesicht gehauen. Wenn er durch so eine Art Pilzwald fliegt, dann riecht es auf einmal auch so muffig und nach Pilzen, nach Wald und so weiter. Mega. Wirklich richtig mega. Hammerkrass, wirklich. Ja. Oh, there is sun.
Sinn! Profi-Tipp, wenn man gleich in eine Wildwasserbahn steigt und man keinen Bock hat auf nasse Schuhe. Denn nasse Schuhe sind immer richtig scheiße. So richtig scheiße. Jetzt wird's feucht. Feucht, feucht, feucht. So. Boah, hier müffelt's aber. Aber wirklich. Oh oh. Ich bin doch der Einzige auf diesem ganzen Ride hier gerade, der sich wünscht, dass er nass wird. Okay, ich werde nass. Der ist im Wasser, der andere. Oh, oh, oh. Two species of flamingos. They are also the lightest in that pink color. Flamingos get their pink color from their diet, which consists mostly of shrimp. However, it can take them up to 2 years to achieve that full pink color. If you look carefully, there are some fluffy... Hey, ich weiß gar nicht, wie lange das her war, dass ich als, ich sag jetzt mal, als guter Allmann in einem Spaßbad war. Es ist locker schon 10 Jahre her gewesen. Und vielleicht lag es auch daran, dass ich das so sehr genossen habe, mal wieder in sowas zu sein. Und dann halt auch noch direkt in so einem richtig geilen Wasserpark. Außer dem ein oder anderen Lucky Emblem und natürlich dem Merchandise in dem Shop gab es dort nichts, was auf Disney gebrandet war. Es war einfach an sich ein richtig geiler Wasserpark. Und manche Leute geht das vielleicht auf den Sack, aber mich hat das total abgeholt. Die haben den ganzen Tag über nämlich über die Lautsprecher Surfer- und Strandmusik gespielt. In der Regel haben sie die Greatest Hits der Beach Boys rauf und runter gespielt.
Kraft. Oh yeah. Ihr bezahlt einmal $12, dann kriegt ihr so einen fancy Becher. Sind wahrscheinlich so 0,75 Liter oder so. Und dann könnt ihr einen Tag lang, den Tag, wo ihr hier seid, all you can drink machen. Für Refill, so viel ihr wollt. Ist ein guter Deal, eigentlich. Wisst ihr, was auffällt? Cola, Root Beer, Sprite, Powerade. Das ist wichtig, da sind direkt Elektrolyte drin. Die guten Elektrolyte. Limonade, Sprite, Diet Coke, Cola. Es gibt keine Fanta. Die trinken hier einfach keine Fanta. Wir haben uns jetzt gerade mal was zu essen geholt, weil ohne Mampf kein Kampf. Sieht auch in Ordnung aus, nur Vanessa ist jetzt was zu trinken holen gegangen, von unserem tollen Cup. Und ich habe Bedenken, dass sie nie wieder hierher findet. Nie wieder. Sie hat sich schon zweimal verlaufen hier. Kein Scheiß. Vor allem, ich dachte gerade, Mensch, das sind aber realistische Dekorationen. Und auf einmal haben die sich bewegt. Die sind echte Vögel, die einfach chillen. Ich weiß gar nicht, was für Vögel das sind. Aber ist cool. Was war das? Oh mein Gott. Ihr könnt es, glaube ich, nicht sehen, aber es ist so eine Art... So eine Art Wachtel oder so, ich weiß es nicht. Quiekt mich an. Vanessa, komm wieder. Meine Damen und Herren, kein Scheiß, sie hat sich wirklich verlaufen. Sie hat sich tatsächlich verlaufen. Wo bist du lang gelaufen? Wo bist du lang gelaufen? Was ist mit dir? Wollte mir was aus der Hand pressen. Ah, schmecken ihm die nicht? Kommt schon der andere. So, ich mache jetzt was unglaublich Dummes. Ich gehe jetzt mit dem DJI ins Wasser. Und warte. Bis hier so ein schöner Schwimmreifen für mich kommt. Ja, damit ich den dann entsprechend nehmen kann. Wobei der Typ da, der braucht keinen Schwimmreifen, der macht das einfach so. Oh. Bist ein bisschen von der Wand weg. Ich versuche mal zu Vanessa zu kommen. Könnt ihr sie sehen? Da hinten irgendwo. Nimm meine Hand! Was? Was? Gut aussehen, ich werde nass. Ja, es ist auch schwierig, ne? Das haben Wasserparks so an sich, dass man da leider nass wird. Das ist ein ganz großes Manko von denen. Das haben die, glaube ich, noch nicht erkannt im Management. Wo? An meinem Ohr. Sagst du aber nicht zu schnell sein. Nimm meine Hand! Ah. Ah. Guck mal da hinten. Ah. Das sieht schon echt geil aus hier mit diesen Wasserfällen und so. Kleinen, süßen Wasserfällen, so, die ja hinter einem sind, so, wo es das Wasser sprudelt. Und du denkst, alles ist Fun and Games, ne? Bis du dann das siehst. Und auf einmal hast du ein Problem, wenn du hier mit der Kamera unterwegs bist. Aber das kriegen wir hin. Mittlerweile bin ich ganz gut hier mit Navigieren. Da bin ich ein guter Skipper geworden, hör mal.
Und man merkt auch einfach daran, dass es ein Disney-Wasserpark ist. Nicht, weil hier so viele, also es gibt ja kaum Disney-Referenzen hier, aber es ist aber einfach alles so schön gestaltet hier, so, ne? So in anderen Spaßbädern oder sowas hättest du sowas nicht. Dann hättest du einfach nur so stumpf gekachelte Wege und gut ist. Aber hier hast du dann auch wirklich so Kanonenkugeln und sowas von Piraten. Weil stehen Fässer rum und sowas. Das ist richtig geil gestaltet. Dann merkst du, dass das Disney ist und nicht, keine Ahnung, das Spaß und Wellenbad in Soltau. Was weiß ich. Ja. Ah, ist schon der feine Unterschied. Heute dieses Pfeifen, das ist immer, wenn Wellenwarnung ist. Hörst du? Es geht gleich wieder die Wellen da hinten los. Oh shit, here comes a big one! Und da seht ihr die auch. Seht ihr die auch nochmal? Richtiger Kopf! Hand vors Gesicht! Die meiste Zeit haben wir aber auf jeden Fall in den Hollywood-Studios verbracht und lasst euch von dem Namen nicht täuschen, die haben bis auf zwei Ausnahmen, auf zwei Rides, haben die absolut gar nichts mit den Disney-Studios in Paris gemeinsam. Und mein persönliches Highlight und natürlich auch der Grund, warum wir da so lange waren, war natürlich Star Wars. We'll be right back.
Kannst du hier komplett einkleiden? Kannst du hier die Hosen kaufen? Und natürlich auch. Ziffroben. That's just communication device. You don't have to answer, and we don't have to ask. Enjoy your day. Oh shit. Anmeldung hier. Ach, guck mal hier, es sind Holocrons und Jedi Holocrons. Das hier sind die Lichtschwertkristalle. Thank you.
Der Star Wars-Bereich war so mega gut. Alleine den Millennium Falcon in voller Größe sehen zu können und diesen dann auch noch betreten und fliegen zu können. Ich bin völlig durchgedreht. Ich bin den Millennium Falcon geflogen. Ich bin gerade im Millennium Falcon. Oh mein Gott. Lass den Wookie gewinnen. The train shipment of coaxia. Gunners, you clear the path. Pilots, line up behind the train. And engineers, you harpoon that precious cargo. Now get a move on and know that I have complete faith in you. But I am coming along with you just in case. Okay, wir fliegen jetzt im Millennium Falcon. Right, pilot, push the flashing button to take off. Pilot on the left, move your stick to fly right and left. I was just about to say that. Pilot on the right, pull more on the stick to fly and push forward to fly down. Whoa! Chewie makes flying this stick look easy, eh? Weapons are online. Left pilot, hit the boosters. Right pilot, wave the jump to light speed. Falken geflogen. Der beste Ride in ganz Disney World war für mich dann aber Star Wars Rise of Resistance. Wie vorhin gesagt, ist in Disney World die Wartezeit teilweise auch schon Teil der Erfahrung. Aber gerade bei Rise of Resistance war es mega krass. Es kann etwas dauern, bis ihr dann zu dem Punkt kommt, aber vielleicht die letzten 20 bis 30 Minuten sind aktive Wartezeit. Ihr steht da nicht nur stumpf rum, das ist dann in dem Moment mehr so, als würdet ihr durchs Hamburger oder Berliner Dungeon in Deutschland gehen, falls ihr da schon mal wart, falls ihr das kennt. Die Mitarbeiter, die dort sind, das sind Schauspieler und die interagieren mit euch. Mir ist da dreimal komplett die Kinnlade runtergeklappt und ich wusste nicht, was hier gerade los ist. Das war eine so geile und so überraschende Erfahrung. Falls ihr vorhabt, in absehbarer Zeit, ich sag mal in dem nächsten Jahr oder vielleicht maximal 2 Jahren, selber nach Disney World zu fahren, dann würde ich euch empfehlen, den nächsten Part des Videos zu skippen. Auch nicht auf YouTube nach anderen Aufnahmen davon zu suchen. Ich glaube, es ist wirklich am besten, wenn man in diese Attraktion reingeht, ohne irgendetwas darüber zu wissen. Ich zeige euch jetzt ein bisschen was, aber natürlich nicht alles. Wer das nicht sehen möchte, der skippt einfach genau zu diesem Punkt im Video. Da ist das dann vorbei. A covert resistance team led by my friend Finn has infiltrated a First Order Star Destroyer that is now headed to this system. Your outpost of Batuu is no longer safe. We have transports waiting to take you to General Organa's secret base on Pakara. I'll regroup with you there. The Resistance desperately needs your help in our fight against Kylo Ren and the First Order. Remember, it is vital that you keep the location of the Pakara base secret. Lieutenant Beck, one of our top commanders, will lead you now. Affirmative. Transport is ready. 9 Nominis shall personally see them delivered. Thank you, Lieutenant. Welcome to the cause. May the Force be with us. Commander Poldam and a squadron of X-Wings just got us to the rendezvous point on Pakara. Roger, this is Black Leader. I hear you're a fine-looking group of recruits. Well, no time to waste. Let's get you on your way to the General. Right.
binary motivator. Is that what I mean, Jigga? Yes. I just wanted to be sure. All recruits must be on board now. Transport is away in 30 seconds. Good. Look at a good old hyperdrive. Yes. Check the hyperdrive also. Transport takeoff in 20 seconds. Hyperdrive needs to get it out of the AFU. Good. Airspeed sensor. Thank you, Nina. Black Leader, are you and your team ready? Affirmative. Engines are hot. Red 2, Blue 5, report. Red 2, Jack. Blue 5, standing by. Then we got systems coming again. Affirmative. Then on, engage repulsors and hold on, recruits. More ships. Launch. Lieutenant Mech, as you heard from Ray, I have been tasked with getting you to Pakara. Red 2, Blue 5, keep tight now. Let's get ready to make that jump to light speed on my mark. About the anything, huh? Black Leader, we're picking up an unusual signal. Are you spotting anything? Yeah, I see it. We'll check it out. EVA, what do you got? There appear to be a number of small craft heading our way. Raise the shields. So we can make the jump. Be ready, you won't have much time. Where are all those TIE fighters coming from? They're already out there. One in there. Star Destroyers. Get out of there! We can't. We're caught in a tractor beam. It's pulling us in. We're gonna get some fun to make this a fair fight. Don't worry, I'll come back for you. Stay strong. Is there anything we can do? No, the tractor beam will be too strong. Can any of us do that? It's worth a shot. Full reverse. Cargo vessel TR-141, identify yourselves. Prepare to be boarded. This is TR-141. We are a civilian vessel. By whose authority are we being detained? By the authority of the First Order, Resistance Scum. Now bring down your shields and prepare to be boarded. They'll want the location of our secret base. Tell them nothing. The future of the Resistance is at stake. I have a bad feeling about this. Stand back from those doors. This transport is now under the command of the First Order. You will all exit now. Get out, let's go. Four go along this wall to the next lieutenant, one behind the other. You will soon snuff out your meager resistance. You chose the wrong side, and now you will pay. The Resistance prisoners. You have what I want. You know the location of the secret base, and I will take it from you. We are needed on the bridge. Keep the prisoners here. I will return to finish this personally. Whoa.
Aber nicht nur das war mega, ich habe mir im Disneyland bei einer Jedi-Zeremonie einfach mein eigenes Lichtschwert gebaut. And you may call me Kembe, but I know what you're thinking. You're thinking, wait a minute, Kembe, what did we just walk into? This all looks like a lot of old junk. But let me show you, some of this is new junk. Now, we humbly call ourselves the Gatherers. And what we really do is we search the galaxy for ancient relics. That's the most important element of any lightsaber, the Kyber crystal, right? Yes. Able to focus the energy of the Force, to magnify it. Some say the Kyber crystal is the heart of the lightsaber. You see, the color of the crystal determines the color of the lightsaber's plasma blade. Maybe you know some of these from history or legend. Blue, like the one wielded by Obi-Wan Kenobi and his young apprentice, Anakin Skywalker. And now legend has it, perhaps, Rey. Green, Qui-Gon Jinn, Ahsoka Tano, Master Yoda himself, and Luke Skywalker. Violet, rare and beautiful, like the one wielded by the Jedi Order's greatest swordsman, Jedi General Mace Windu. Red, it has been called the color of power, and it's the crystal of Darth Maul. Sith Assassin Asajj Ventress, Darth Tyrannus, Darth Vader, and now, Kylo Ren. But these are stories of the past. We're here for you. Congratulations, builders! You've done it! You have created your lightsaber. Take this moment now to place your hand on the center of your lightsaber over your control panel. I want you to focus. I need you to go back in time. Way back in time. About 9 minutes ago. Remember the moment you chose your Kyber crystal. Know that your Kyber crystal will help you find balance within the Force that you need the most. Crystal. So, I will now do my final check. Oh, please. With many perks you began. Yes. With the heart of the saber, they are trying much more than we come. It's time. Whoa. Master Yoda. Yes, it is indeed time. We are at the final stage. The bond between Builder and Saber is about to be forged. Activate. Builders, please raise your lightsabers high. You have built a lightsaber like the Jedi and Sith that came before you. And like them, you can change the galaxy. Remember, it only takes a spark. Well done. Now please, deactivate your lightsaber. Awesome! This isn't going to the First Order, is it? No. All right. Your discretion is appreciated. That's the smallest droid I've ever seen. And it's quiet! It must be a Vader analog droid.
Das Video vom Bauen in voller Länge könnt ihr euch dann auf meinem Zweitkanal Baconzack geiler Scheiß angucken. Lade ich auch nochmal hoch und werde nochmal eine Review von dem Lichtschwert selber machen. Und falls ihr euch das fragt, natürlich musste ich dieses Lichtschwert extra bezahlen und ich musste auch den Termin viele Wochen im Voraus reservieren, damit ich das überhaupt machen konnte. Es ist wirklich sehr unwahrscheinlich, dass ihr das machen könnt, wenn ihr euch nicht wochenlang vorher einen Termin reserviert. Spontan ist da nicht so im Disney World. Und spontan geht auch nicht, wenn man in die Kantina möchte. Today you guys are going to be standing at the bar. There are going to be other travelers around you as well. All right. Melissa, party first. Whoa. Juice, Bespin Fizz. Parks sind an allen Ecken einfach so wunderschön gestaltet. Aber wisst ihr was? Eigentlich werden die ganzen Parks noch schöner, wenn es dunkel wird.
Und wenn es dunkel wird, dann gibt's am Abend natürlich auch die berühmten Shows und Feuerwerks. Oh. You best start believing in ghost stories, Miss Turner. You're in one. Aber ihr habt von mir gehört. You're supposed to be dead. Am I not? Why did it have to be snakes? Welcome to the freaking Guardians of the Galaxy. Woo! Jawohl! The Garden of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. So we're saving the galaxy again? I guess. Awesome. We're really gonna be able to jack up our price if we're two-time galaxy savers. So what should we do next? I've got 24 hours to get rid of this loser. And you are wearing his. Boom, baby. Why do we even have that hammer? That it all started with a dream. But you want to know what makes this place really special? It's you! Each and every one of you! Anytime you set foot here, you leave this place brighter than it was before. Because you are the magic! Yeah.
Kingdom Hearts? The human spirit. Set the song inside you soaring, and the whole wide world will hear it. That's some freaking Kingdom Hearts shit! Thank you.
Generell fand ich aber auch so krass, was man nebenher überall sehen konnte, was überall so los war. Immer und überall ist irgendwas passiert. Sei es eine Parade. Eine Band. Tanz. Disney-Figuren, die spontan vorbeikommen. Es gibt immer etwas zu entdecken. Das war eine völlige Reizüberflutung. Aber gerade die eigentlich fest terminierten Shows, die haben mich so überrascht. Es gibt einfach Mini-Musicals, in die man einfach so reingehen kann. But of course, we must make her feel welcome. Esteemed Madames and Messieurs, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you. We invite you to relax, pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest, be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, champagne, and we provide the rest. To be sure, all your gallants are the only one to serve. Try the grace of its delicious, don't believe me, as the nations they can see, they can get. After all, now this is French, and the dealer here is never second best. Go on and book our man, you take a glance, and then you'll be our guest, be our guest, be our guest. Es gibt Stunt Shows. Es gab einen verdammten König der Löwen-Zirkus. Maestro, if you please. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. Hey, Pumbaa, what are you doing over there? My little legs can't make it down off this float. Oh, gee, that's too bad. Guess I gotta do a solo. Well, this stinks. Sorry. No, not you, Pumbaa. They're ruining my big number. But they're so cute. Cute? Look at them. They're picking bugs off each other. Mmm, more turds.
through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? The peace, the evening breeze. All the ones in perfect time with all its living things. And can you feel your love Und es gab auch immer wieder Singalongs, wo man zum Beispiel von Frozen und wo ich glaube, ich der Einzige war, der wirklich mitgesungen hat. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come on the door and thank you run away. Und mir völlig egal, wie schlecht ich singe, wenn Let It Go kommt, singe ich mit. I don't care. What they're going to say, I'm free. Let it go, let it go. I'm on with the wind and sky. Diese Shows sind meistens so 20 bis 30 Minuten lang, also kurz und knackig, aber dafür auch richtig, richtig gut. Ich meine, als Elsa auf die Bühne kam, hat es einfach in diesem gesamten Saal angefangen zu schneien. Und wie gesagt, das ist alles im Parkeintritt schon mit drin. Das Einzige, was ich extra bezahlt habe, das war halt die Lichtschwertzeremonie und das Lichtschwert bauen. Aber natürlich muss man auch was essen und trinken und vor allem trinken. Unterschätzt nicht die Hitze. Es gibt zwar überall im Park Trinkbrunnen, aber das Leitungswasser in den USA ist voller Chlor. Das riecht und schmeckt wie Schwimmbadwasser. Ich habe ausprobiert, das zu trinken am ersten Tag und ich habe davon komplett Sodbrennen bekommen und ich konnte es einfach nicht trinken. Es kann sein, dass ihr da nicht so anfällig seid wie ich. Möglich, aber bei mir ging es echt gar nicht. Und genau deswegen sind wir am ersten Abend, nachdem wir im Park waren, dann auch erstmal zu Walmart gefahren, um Proviant zu kaufen, noch ein paar Getränke und so weiter und... Oh boy! Alter, hier gibt's einfach fucking Arizona-Eistee in Kanistern. In fucking Kanistern. Alter, ich liebe Cornflakes. Und amerikanische Cornflakes sind in der Regel die geilsten Cornflakes. Ich meine, was für einen geilen Scheiß die hier einfach haben. Das ist ein ganzer Gang nur mit verdammten Cornflakes. Die haben sogar Pokémon, wobei ich glaube, das gibt es in Deutschland auch. Captain Crunch. Ja, Captain Crunch. Oh, das ist nice. Guck mal, die haben hier einfach... Das sind Apfel... Fruit Loops. Apfel-Zimt-Fruit Loops. Die sind völlig verrückt. Ich brauche das. Eigentlich. Alter. Cheerios. Die guten alten Cheerios. Oh, ist das nice. Ist das nice. Wenn du einfach richtig bärstig bist, dann kaufst du deine Cornflakes nicht in Verpackung, sondern in Säcken. Ja? Du kaufst deine Cornflakes einfach in Säcken, so wie Tierfutter. Weil wenn du diese Scheiße reinprügelst, du einfach nur ein fettes Schwein bist. Ja, ich möchte mir sowas reinprügeln, weil ich ein fettes Schwein bin.
Meine Damen und Herren, man könnte denken, das hier ist Waschmittel, aber nein, das ist einfach Sirup. Ja, in Amerika eine handlungsübliche Verpackungsgröße für Sirup. Was zum Fick, Mann. Das Wetter in Florida ist so toll. Stehst du hier vor dem bekackten Walmart, hast deine Einkäufe gemacht für die nächsten 2 Wochen. Und wartest auf den Uber-Fahrer, dass er dich wieder zum Hotel bringt. Wisst ihr, was mich richtig abfuckt? In Amerika sind die Einkaufswagen immer for free, aber niemand bringt die zurück. Die lassen die einfach überall stehen. Die lassen die überall einfach stehen. Das geht gar nicht. Da hinten, ja. Die lassen die einfach überall stehen. Die packen das in ihr Auto und dann ist denen das scheißegal. Also da wird der Allmann in mir richtig sauer. Dieser eine große Einkauf, der hat uns, glaube ich, ungefähr $88 gekostet und der hat dann für 2 Wochen Frühstück, Getränke und Snacks für uns beide gereicht. Das war so jeden Tag immer so die halbe Verpflegung des Tages für uns. Und die andere Hälfte des Tages haben wir uns dann natürlich im Park selbstverständlich sehr teure, aber wirklich überraschend gutes Essen gekauft. Wir speisen heute mit allen bisschen Charakter. Zumindest die, auf die es ankommt. Unser Essen, ja, das ist Vorspeise. Hi Donald! Du musst mit deinem Handy auch ein Bild machen. It's really small, it's a really small camera, Donald. But it's a good camera. Sollen wir noch einen kleinen Snack gönnen? Ein kleines Kuhsandbein zwischendurch.
So cool in diesem Diner, ist halt alles so, also es ist mit Absicht so ein Diner. Und du, Ricky wird am Anfang gesagt, du bist in eine Zeitkapsel gegangen und du bist jetzt in den 50er Jahren. Nur die Preise sind aus 2050. Weil es so scheiße teuer ist in Disney World. Aber sie legen sehr viel Wert auf Etikette. Wenn du nicht Bitte und Danke sagst, kriegst du Ärger. Du darfst nicht die Ellbogen auf den Tisch packen, dann kriegst du auch Ärger. Wir wurden gerade schon ermahnt. Ja? Und alle Kellnerinnen und Kellner sind hier so entweder so alte Muttis oder so alte Opis. Das ist super, super nice. Er hier. Er ist übrigens unser Kellner. Er darf nur nicht sehen, dass ich mein Handy benutze, dann kriege ich nämlich wieder Ärger von ihm. Er hat gesagt, diese neumodischen Walkie-Talkies werden gefälligst nicht am Tisch benutzt. Es gehört sich nicht. Für die Kamera. Wink für die Kamera. Sehr gut. Deswegen haben wir jetzt hier den Arschlochplatz an der Ecke. Aber ansonsten hätten wir uns wahrscheinlich irgendwo anders hingesteckt, in den Westflügel oder so. Und ich fand das hier cooler. Fun and Games, bis der Kronleuchter zum Herzlosen wird und Bosskampf startet. Ja, ja. So, Thanksgiving ist dieses Jahr ein bisschen früher. Thank you. Thank you.
Oh, das Hunger? Ey, dieses Eis mit dem Toffee und so weiter, das war einfach, das war mega geil, aber es war so süß, dass meine Cherry Coke jetzt schmeckt wie eine verwässerte Cola Light. Meine Zunge ist völlig überreizt. So viel Zucker. So viel Zucker. Sehen, wie du diesen Hamburger isst. Der ist, nee. Der ist groß, der ist fast so groß wie dein Kopf. Wie willst du den denn essen? Jetzt zeig mal den Bite, den du genommen hast. Ah, nur vom Salat und vom Brötchen, ja natürlich. Wirklich alles, was wir in Disney World gegessen haben, war richtig gut. Völlig egal, ob das Fast Food war oder ob das ein Snack war oder ob wir in einem tatsächlichen Restaurant waren. Das war wirklich immer alles richtig, richtig gut. Und natürlich war das teuer, das war scheiße teuer. Wir haben meistens, wenn wir in einem von den Disney-Restaurants gegessen haben, für zwei Personen dann irgendwie so $90 bezahlt oder so, plus Tipp. Und das war teuer. Aber ich habe mich aber nie über den Tisch gezogen gefühlt oder so, weil das Essen war halt wirklich richtig gut. Es war immer reichlich, meistens war es all you can eat und du hättest es nochmal zweimal, dreimal und viermal bestellen können. Getränke sind da auch immer mit drinne und solange du nicht irgendwie Bier oder einen besonderen Cocktail oder sowas haben willst, kriegst du auch so viele Softdrinks oder Limonade oder Wasser, wie du willst. Das sind riesige Portionen, das hat richtig, richtig gut geschmeckt und in dem Kontext dazu noch, dass du in Disney World bist, fand ich das halt wirklich in Ordnung. Das war wirklich richtig gutes Essen. Ich habe in Deutschland in normalen Restaurants schon deutlich schlechter gegessen als in Disney World. Da steht wirklich die Qualität des Essens an erster Stelle. So hatte ich zumindest das Gefühl. Ihr müsst natürlich nicht so oft essen gehen, wie wir das gemacht haben, weil das ist halt wirklich scheiße teuer. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, zumindest einmal in irgendein bestimmtes Restaurant in Disney World zu gehen, weil das halt auch wirklich eine Erfahrung ist. Und eine Erfahrung wird es auch sein, wenn ihr durch Disney Springs geht. Disney Springs ist eine große Einkaufsmeile mit vielen Restaurants und Geschäften, die alle Disney gebrandet sind.
Da habt ihr vor allem unabhängige große Marken und Labels wie Rolex oder Lacoste, die dann einfach ihre Läden da haben und ihre Sachen verkaufen. Aber in diesen Läden gibt es halt immer auch Disney-gebrandete Sachen von diesen Herstellern. Und hier noch ein Tipp, falls ihr nichts direkt im Park kaufen wollt, weil ihr es dann den ganzen Tag mit euch rumschleppen müsst, 85% der Sachen, die es im Park zu kaufen gibt, könnt ihr auch in Disney Springs kaufen. Wenn ihr bis abends im Park geblieben seid, wird euer Hotel-Shuttlebus gegebenenfalls nicht mehr fahren, weil es dann schon so spät ist. Ihr könnt aber immer einen offiziellen Disney-Bus nehmen. Die bringen euch dann halt nicht zum Hotel, sondern nach Disney Springs. Und unser Hotel war halt, wie gesagt, 3 Minuten Fußweg von Disney Springs entfernt. Das heißt, selbst wenn das Hotel keinen eigenen Shuttlebus gehabt hätte oder wir ihn mal verpasst hätten, dann konnten wir auch immer zu Fuß nach Disney Springs und von dort einen offiziellen Disney-Bus nehmen. Und ja, diese Busse sind alle gratis, da müsst ihr nichts für zahlen. Das Retro-Kenner-Set, Alter. Das hier, das waren die allerersten Star Wars Actionfiguren. Guck dir an, wie scheiße die aussahen. Das waren die allerersten. Und in der zweiten Welle davon, die war dann angekündigt, noch bevor der nächste Film rauskam, da war Boba Fett dabei. Und deswegen waren alle heiß auf Boba Fett. Und dann war der im Film und dann war das eine absolute Lachnummer. Einfach mal ein Imperialer sein will.
nicht nur in Geld, sondern auch in grauen Haaren habe ich bezahlt, als wir noch in den Universal Studios waren. Die Universal Studios sind direkt neben Disney World und sind halt auch ein weiterer unabhängiger großer Freizeitpark. Mal davon abgesehen, dass mir jede Menge von euch auf Instagram geschrieben haben, dass ich auch unbedingt noch in die Universal Studios gehen soll, wollte ich sowieso dahin und hatte das natürlich auch schon eingeplant. Durch die Tage vorher in Disney World hatte ich dann den direkten Vergleich zu einem anderen Park, halt Universal Studios. Und ich muss echt sagen, die Universal Studios waren echt hart scheiße. Die haben genau eineinhalb Sachen, die wirklich cool waren. Die halbe Sache ist zum einen Springfield. Das war halt wirklich cool, das mal so zu sehen, aber da hätte man halt viel, viel mehr draus machen können. Wisst ihr, wenn dieses Springfield-Areal halt in Disney World gewesen wäre, dann wäre der Quickie-Markt nicht irgendein 0815 Merchandise-Shop gewesen, dann wäre der Quickie-Markt, wenn man ihn betreten hätte, auch 1:1 der Quickie-Markt aus der Serie gewesen. Die hatten da die Duff-Bier-Brauerei und die haben überall im Park und übrigens auch in Disney World Bier und Alkohol verkauft. Konntest du dir die ganze Zeit holen, wenn du das wolltest. Und es gibt Duff-Bier zu kaufen, selbst in Deutschland. Ich weiß nicht, welche Brauerei das abfüllt, aber es gibt das Duff-Bier zu kaufen. Man würde doch erwarten, dass es in der Duff-Bier-Brauerei dann auch Duff-Bier gibt. Aber nein, das war irgendeine andere Plörre und das war so ein epischer Fail, das wäre in Disney World niemals passiert. Ihr könnt jetzt sagen, ist euch doch scheißegal, was für ein Bier die da verkaufen. Für mich ist das aber Teil der Illusion. Und das war halt wirklich nur diese kurze kleine Straße, die da war. Das war nicht besonders lang und alles war dicht an dicht. Man hätte halt auch dieses Springfield-Areal viel größer und schöner nach ausgestalten können. Deswegen, es war trotzdem cool da zu sein, aber deswegen nur eine halbe Sache. Die ganze Sache, die natürlich richtig, richtig krass und schön war und die dann auch wirklich Disney World-Niveau hatte, war alles, was mit Harry Potter zu tun hat.
aber trotzdem gibt es da für mich auch einige Sachen so richtig zu bemängeln. Sie haben wirklich sehr genau darauf geachtet, die Proportionen und Größe von zum Beispiel der Winkelgasse einzuhalten. Aber das Problem ist, dass das einfach nicht praktikabel ist. Überall staut es sich. Die Eingänge und Ausgänge und auch die Läden selbst sind viel zu klein für die Menge der Leute, die da sind. Als ich bei Ollivanders drin war, habe ich fast Platzangst bekommen. Die Leute schubsen und drängen einander weg. Es ist völlig chaotisch und alles in allem einfach ungemütlich. In Disney World hast du an jeder Ecke Mitarbeiter, die darauf achten, dass sich alle korrekt verhalten, die den Leuten behilflich sind und die außerdem darauf achten, dass Ein- und Ausgänge nicht verstopft werden. In den Universal Studios nichts. Du bist dir zu 80% der Zeit selbst überlassen. Als wir die Gringotts-Achterbahn gefahren sind, wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass wir so nicht rein dürfen. Der Grund? Man darf keinerlei Rucksäcke mit in die Achterbahn nehmen. In jedem Freizeitpark, in dem ich je war, darf man seine Rucksäcke am Eingang ablegen oder sie mit in den Wagen nehmen. In Disney World war das nie ein Problem. In den Universal Studios musst du ein Schließfach für $2 mieten, wenn du mit so einer Achterbahn fahren willst. Und das bei den sowieso schon sehr hohen Eintrittspreisen für den Park. Sprich, du wirst im Endeffekt dazu gezwungen, für diese Bahn nochmal extra $2 zu bezahlen. Und die Schließfächer sind einfach genau da, wo der Ausgang der Bahn ist. Das heißt, da sind immer Menschen, es ist super eng und die Leute, die ein Schließfach mieten wollen, rennen ständig in die Leute rein, die gerade aus der Bahn herauskommen. Und das ist einfach nur absolutes Chaos und dort war niemand, der das irgendwie geregelt hat oder den Leuten irgendwie geholfen hat. Dazu kommt noch, dass du, um das Schließfach zu mieten, deine Eintrittskarte brauchst. Du musst halt den Code auf der Rückseite deiner Eintrittskarte scannen und dann wird das Konto belastet, mit dem du die Eintrittskarte gekauft hast. Nur so funktioniert das. Das Problem ist nur, und das sagt dir vorher keiner, die Eintrittskarte ist so ein bekacktes Stück Papier. Ich war froh, dass ich die noch in der Hosentasche hatte. Hätte halt auch sein können, dass ich die einfach nach dem Eintritt wegschmeiße, weil ich mir nichts weiter dabei denke. Zum Vergleich, die Eintrittskarte in Disney World ist eine Checkkarte aus Plastik. Die wird dir entsprechend am Eingang des Parks gegeben. Ja, und alleine schon, weil das eine Checkkarte aus Plastik ist und da so ein Disney-Charakter drauf gedruckt ist, in meinem Fall ja Dory und Nemo, tut man die nicht unbedingt sofort weg. Die behält man. Aber warum mache ich in den scheiß Universal Studios meine Karte so wichtig und drucke sie dann nur auf ein dünnes Stück Papier? Aber gut, wir sind dann mit dem Hogwarts Express in den anderen Park gefahren, wo Hogsmeade und Hogwarts sind. Und ja, wenn ihr alles von Harry Potter sehen wollt, dann braucht ihr den Eintritt auch für beide Universal Parks. It's getting dark out there. Let's find a compartment. I could use a snack. Where's the food tray? Hermione, can't eat conjure up some pumpkin pasties? Ron, food is the first of the five principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. Do you know what she's talking about? Are you alright, Harry? I'm okay. That was brilliant. Dementors on the Hogwarts Express. Foul, miserable creatures. Something from the trolley, dear. I'd say you'd earned it. Any shot with frogs? Oh, dear. Just get back to your seats, Harry. I'll try and round up these little runaways. Dementors are wrong.
Ey, ich hätte es nicht für möglich gehalten, ne? Aber Butterbier. Butterbier ist der Shit. Das ist Hammer. Boah, das ist so lecker. Ich weiß gar nicht genau, was da drin ist. Es schmeckt auf jeden Fall nach Vanille, nach Karamell. Und dann ist da noch irgendwas anderes. Kann sich genau beschreiben. Oben dieser Schaum, der schmeckt so Marshmallow-Buttermäßig so. Aber ich kann wirklich nicht genau sagen, was da sonst wie drin ist. Aber es ist mega. Es ist mega. Ich habe sowas noch nie zuvor getrunken, weil dieses Vanillige und dieses Karamellige und dann Marshmallow und Butter, das klingt so super schwer. Aber das Verrückte dabei war halt, es hätte schwer sein sollen wie ein Milchshake, es war aber so erfrischend wie eine kalte Cola. Und das ist Zauberei! Hogwarts sah bombastisch aus. Wirklich gut. Wirklich. Aber, und da kommt der nächste Punkt. Es gibt genau 3 wildere Harry Potter Rides. Und ich habe natürlich auch vorher gegoogelt, welche die besten Rides im Park sind. Und Google hat mir gesagt, diese 3 Harry Potter Sachen sind die besten Sachen, die du im Park machen kannst. Gringotts, Hogwarts und eine Motorradfahrt mit Hagrid. Gringotts bin ich gefahren. Für Hagrids Bahn war ich zu fett. Ich durfte diese Bahn nicht fahren. Versteht mich nicht falsch. Natürlich bin ich zu fett, das weiß ich. Ich muss dringend abnehmen. Ich bin dann normalerweise auch total nüchtern und sage halt, okay, das ist meine Schuld. Ist halt so. Aber ich war in Amerika. Dem Land der fetten Leute. Wie absurd das auch klingt, die Amerikaner sind wirklich so fett, dass ich schon als deutsche fette Person mich im Vergleich zu den Amerikanern dünn gefühlt habe. Nach amerikanischen Standards war ich nicht fett, da war ich nur ein bisschen moppelig. Ich hab mich da dünn gefühlt. Und ich bin adipös! Das ist auch der Grund, weswegen ich umso weniger verstehen kann, warum die Bahnen bauen, wo du so viele Leute, die Eintritt für deinen Park gezahlt haben, locker ein ganzes Drittel aller Leute, die da sind, dass du die aussiebst und sagst, du darfst das nicht fahren. Denn auch hier wieder im Vergleich zu Disney World, da gab es nie ein Problem, dass du irgendwas nicht fahren konntest, weil du zu fett warst. Das gab es in Disney World einfach nicht. Und du durftest in Disney World auch ganz normal immer deinen Rucksack mit reinnehmen und in den Fußraum des Wagens packen. Das war nie ein Problem. In Disney World achten die sogar darauf, dass du als Rollstuhlfahrer die meisten Sachen fahren kannst. Kein Witz. Du kannst als Rollstuhlfahrer die meisten Sachen in Disney World mitmachen. Da gibt es dann einen extra Wagen, der wird extra für dich hingekarrt. Der Rollstuhl wird unten so festgehakt, dann wirst du nochmal so extra angeschnallt. Und dann kannst du viele der Sachen in Disney World selbst als Rollstuhlfahrer erleben. Wenn du in den Universal Studios bist, ne, bezahlst du einen Parkeintritt und dann darfst du damit nicht fahren. Das war so assi, wirklich. Ich saß dann da, hab gewartet, weil Vanessa ist das ohne mich gefahren. Und ich hab beobachtet, wie jede Menge Leute, auch Leute, die dünner sind als ich, weggeschickt wurden, weil sie zu dick waren. Das war absurd. Und dann war es halt auch noch so, dass um diese Rides direkt vorne herum jede Menge Sitzmöglichkeiten waren. Die gab's sonst im Park nicht. Die gab's nur genau da. Und was es dort auch gab, waren Fressboden. Das heißt, das gesamte Konstrukt mit von wegen, es ist alles unorganisiert. Wenn du Hogwarts, Gringotts oder Hagrid fahren möchtest, musst du jeweils $2 extra für den Spind bezahlen. Du darfst, wenn du eine bestimmte Körpergröße hast, nicht mitfahren. Und wir wissen ganz genau, dass wir dich aussieben und dass du höchstwahrscheinlich nicht fahren darfst. Und deswegen bauen wir dir vor die Nase noch jede Menge Fressbuden, damit du jetzt, während du wartest, während andere Leute Spaß haben, nochmal extra Geld ausgibst. Das hat mich so angekotzt, weil das ist eine Methodik, das ist Absicht. Ich meine, ich kann es mir schon vorstellen. Das kommt jetzt wahrscheinlich so rüber wie, hey, die Fettbacke durfte die Achterbahn nicht fahren und deswegen ist jetzt angepisst. Aber so ist es nicht, weil da ist so viel mehr, was einfach krumm ist. Und es ist halt diese Absicht, diese Methodik dahinter. Das ist Absicht vom Park. Die halten dadurch einfach die Wartezeit bei diesen super beliebten Attraktionen kürzer, als sie es hätten, wenn da halt jeder mitfahren dürfte. Das ist wirklich System. Und das ist das, was mich wirklich ankotzt. Das ist einfach eine bewusste Entscheidung des Parks, dich als Kunde übers Ohr zu hauen. Und dann wollte ich Hogwarts fahren. Und wisst ihr was? Bei Hogwarts war nicht meine Wampe das Problem. Bei Hogwarts waren meine Schultern das Problem. Ich habe ein sehr breites Kreuz von Natur aus.
Ich bin 1,85 groß und habe einfach breite Schultern. Und das ohne, dass ich irgendwie Krafttraining oder sowas mache. Nein, der Bügel, der rübergezogen wird, wenn du dich da reinsetzt, der ging nicht über meine Schultern hinaus. Der ist hier angestoßen und wir haben ihn nicht runterbekommen. Und wenn, hätte ich Schmerzen gehabt. Ich durfte Hogwarts nicht fahren wegen meiner breiten Schultern. Ich meine, okay, wenn ich zu fett bin, aber was kann ich denn bitte für meine breiten Schultern? Ich war da wirklich zum einen super enttäuscht und super angepisst, weil die sind so greedy. Ich meine, Disney World ist ja schon dafür bekannt, dass es echt teuer ist. Disney World ist teuer. Da kostet zum Beispiel eine halber Liter Cola in der Flasche kostet $5. Ist teuer für einen halben Liter Cola. Aber okay, sind halt Freizeitparkpreise. Die Cola kostet in den Universal Studios $5.80. Einfach nochmal fast einen Dollar mehr. Wie kann es sein, dass die Universal Studios teurer sind als der Freizeitpark, der weltweit bekannt ist als teurer Freizeitpark? Das ist doch Wahnsinn. Ich bin dann letztlich zum Beispiel durch Hogwarts auch nur noch durchgegangen, um halt das Schloss zu filmen, aber ich bin die Bahn dann nicht gefahren. Wobei ich rückwirkend dann von Vanessa gehört habe, dass da wohl ganz viel Spinn-Action war. Und dann war es wohl ganz gut, dass ich die nicht gefahren bin, weil ich mir mit meiner Arachnophobie sonst in die Hose geschissen hätte. Ich habe mich dann auf den Jurassic Park gefreut, aber tatsächlich war das Coolste am Jurassic Park, einfach durch das Tor vom Jurassic Park zu gehen. Der Rest war mega kacke. Es ist wirklich albern, wenn im Disney World der Dinosaurierbereich des Animal Kingdoms besser und schöner gestaltet ist und eine coolere Achterbahn hat, als die Universal Studios, die Lizenz für Jurassic Park haben. Die Universal Studios hatten halt wirklich nichts außer Harry Potter, was so richtig gut in Szene gesetzt war. Absurderweise gibt es einen Marvel-Bereich dort und in Disney World gibt es gar nichts zu Marvel. Das liegt, glaube ich, daran, dass alte Verträge erst noch auslaufen müssen. Aber ich meine, schaut es euch an. Das sind einfach bunte Gebäude und große 2D-Pappaufsteller der Charaktere. Die haben nicht mal Statuen von den Superhelden gemacht oder so. Oder hier, es gibt eine Hulk-Achterbahn. Da steht vorne die Figur vom Hulk. Aber der Rest der Achterbahn ist einfach ein kahles, grünes Gerüst. Das sieht einfach total lieblos hingeklatscht aus. In Disney World würdest du eine richtig aufwendige Achterbahn haben, in der Hulk dich in 4D verfolgt oder sowas. In den Universal Studios hast du halt nur das. Mir persönlich ist das Ganze drumherum, die Gestaltung dieses Parks und so weiter, dass man in eine Welt hineingezogen wird, viel wichtiger, als mit einer Achterbahn zu fahren, die 3 Loopings macht. Man muss aber auch fairerweise sagen, so richtig viele wirklich wilde Rides gibt's in Disney World nicht. Das wildeste ist wohl die Aerosmith Rock'n'Roll Achterbahn, die es auch in Disneyland Paris gibt. Wenn man jetzt jemand ist, der in Freizeitparks geht, um einfach nur wirklich richtig schnelle Achterbahn zu fahren, die manche sich wahrscheinlich nicht mal trauen würden, weil die halt so wild sind, dann sind die Universal Studios vielleicht eher was für einen. Aber ich hatte, nachdem wir in so einer Popeye-Wildwasserbahn waren und wir einfach wirklich bis auf die Unterhose klitschnass waren, dann echt keinen Bock mehr. Der Kontrast von Disney World zu Universal Studios war für mich dann einfach nochmal so viel heftiger. Ich habe Disney World danach so viel mehr noch zu schätzen gewusst. Für mich waren die Universal Studios so alles Negative, was einem in den Sinn kommt, wenn man an Freizeitparks denkt.
Und Disney World ist nur alles Positive, was man im Kopf hat, wenn man an Freizeitparks denkt. Disney World ist wirklich der fröhlichste Ort der Welt. Allein der Fakt, dass die Mitarbeiter dort so unglaublich freundlich und hilfsbereit sind, das überträgt sich halt, wie gesagt, auf die Leute im Park. Und auch als Erwachsener habe ich mich dadurch einfach über jede kostümierte Disney-Figur total gefreut. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass es in Disney World auch einige Attraktionen gibt, die nicht mehr wirklich zeitgemäß sind. Die sind halt einfach noch da aus Traditionsgründen. Hinterwäldlerbären. Aber auch hier, diese Attraktionen, die wirklich lame sind, die haben wir erst an unseren letzten Tagen gesehen, weil wir alles andere 2 Wochen lang vorher fast nur gemacht haben, was einfach mega geil war. Wir haben das dann noch gemacht, weil wir dann noch Zeit hatten. Es war jetzt aber nicht so, dass wir ständig irgendwas gesehen haben, was lame war. Nein, das haben wir ganz zum Schluss gemacht und hatten immer noch genug, was wir abklappern konnten. Es ist absolut nicht so, dass man ständig in irgendwelche langweiligen Kackfahrten reinläuft, nein. Aber ich wollte es halt trotzdem einfach mal erwähnt haben. Disney World hat es halt immer wieder geschafft, mich zu überraschen. Und das an Stellen, wo ich nicht damit gerechnet hätte. Zum Beispiel das Shiny Theater in den Hollywood Studios. Da stand nur dran, dass da einer dieser neuen Mickey Mouse Cartoons gezeigt wird. Wir wussten gar nicht, was da drin ist, haben uns aber angestellt. Dann bekommt man einen Cartoon in einem kleinen Kino gezeigt und fragt sich dann, was soll das jetzt? Aber dann... Hiya, folks. Wanna take a ride on the train? Excuse me, you there. Do you mind helping these good people into the cartoon while I fix this here locomotive? I don't know, Goofy. It looks like a lot of paperwork, but I guess so. Thanks. Be back in a jiffy to pick you all up. Ja, ist von unten nach oben hochgefahren. Krass. Beim ersten Mal stand ich in der Mitte und habe nur Rauch gesehen. Und als der sich wieder verzogen hatte, war da auf einmal ein Loch. Ich habe beim zweiten Mal extra darauf geachtet, weil ich beim ersten Mal gar nicht verstanden habe, wie sie es geschafft haben. Aber hier konntet ihr es ja jetzt halt gerade sehen. Und dann, ja, dann ist man einfach auf einmal selbst in einem Zeichentrickfilm. Das haben wir erstmal nicht.
you to play together. Now, let's panda! Allein dieser Ride hat mich übrigens dazu gebracht, die ganzen neuen Mickey-Cartoons in diesem Zeichenstil zu gucken und ich fand die richtig gut. Auch erst nachdem ich nun in Disney World war, habe ich ganz viele Easter Eggs in diesen Cartoons gesehen, die ich vorher gar nicht verstanden hätte. Disney World hat sogar einfach auch noch dafür gesorgt, dass ich Spaß an den neuen Mickey-Maus-Cartoons habe. Vorher war ich da total anti. Mission erfüllt, Marketingabteilung! Es war wirklich der coolste Urlaub in meinem gesamten Leben. Wir hatten so eine unfassbar schöne Zeit. Und nach 2 Wochen waren wir dann bereit, wieder nach Hause zu gehen, weil wir auch total durch waren. Aber dann kam der Hurricane. And good day, everyone. We're coming on the air from here in Florida with breaking news as the hurricane now makes its way onshore, starting to come ashore. It's a devastating Category 4 with wind speeds topping 155 miles an hour, and it is on track to hit the U.S. The governor here warning of widespread damage, even death, especially worried about those who didn't heed evacuation orders. It's not just powerful, the winds, but also the extreme flooding, a big concern here. Storm surge forecast to reach up to 18 feet, expected to swallow parts of Florida's southwest coast as it comes ashore within the next several hours. Der riesige Hurricane Ian kam einfach auf Florida zu. Das Hotel, in dem wir die letzten 2 Wochen waren, hat uns rausgeschmissen, weil es voll war. Wir konnten die Buchung nicht verlängern. Unser Flug wurde abgesagt und wir standen im Regen und waren wortwörtlich in Lebensgefahr. Ich habe dann glücklicherweise kurz vor knapp noch in einem anderen Hotel was bekommen. Da mussten wir dann 2 Tage lang den Sturm aussitzen. In dem Hotel ging es uns gut. Wir haben gar nicht so viel mitbekommen, außer dass irgendwann das Fernsehsignal weg war und der Strom angefangen hat zu flackern. Ich habe in meinem Leben noch nie so einen Sturm erlebt. Der war wirklich gruselig. Aber wir haben es gut überstanden. So, wir sind jetzt im Hilton. Wir konnten tatsächlich schon sehr früh einchecken, das ist gut. Aber wir bezahlen jetzt für ein Zimmer, was ich deutlich schlechter finde als das, was wir vorher hatten, für 2 Tage so viel wie eine Woche in dem anderen. Einfach nur, weil es ein Hilton ist. Eine komische, altbackene 90er Jahre, ich bin Businessman-Scheiße hier, ja. Und dann ist ja schön und gut, dass das Klo ein kleines bisschen geräumiger ist. Aber es gibt ja nicht mal eine Klobürste. Ich würde meinen Schiss gerne wegmachen, aber ich kann nicht, weil es einfach keine Klobürste gibt. Aber es gibt keine. Nein, gibt's nicht. Was soll der Scheiß? Wir haben den Game Room gefunden. Und was gibt's da so? Nicht so spannende Sachen. Hey, wir könnten Sachen ausmalen oder 4 Gewinnspielen. Oder
Jenga. Nein, ich denke nicht. Ich denke nicht, oder? Willst du Jenga spielen? Also noch geht's. Noch ist nur starker Regen. Aber es ist hier jetzt so 3:30. Und es soll erst heute Abend so richtig losgehen. Wir sind gespannt, was hier noch so passiert. Und was komisch ist, ich habe halt trotzdem kurze Hosen an und so, ne? Es sind halt trotzdem irgendwie 24 Grad oder so. Das ist ja komisch, das ist super warm. Der Regen ist auch super warm, weil es ist halt ein Tropensturm. Und wie ihr seht, gehen meine Haare auch ab. Und es gibt sogar ein Kino. Da läuft gerade Lightyear. Den kenne ich aber schon. Der war kacke. Aber es gibt hier frisches Popcorn. Hm. Das hat ein bisschen was von Shining. Der Teppich ist so schön. Und die ist einfach Joghurt im Gehen. Völlig krank. War auf dem Bums. Oh mein Gott. Was machst du da? Weg. Strom in kurzen Wellen auch immer mal wieder. Draußen geht die Welt unter. Wir versuchen jetzt mal zu schlafen. Wir sind hier immerhin im dritten Stock. Hier sieht man das übrigens noch ganz deutlich, wie überschwemmt das alles war. Oder immer noch ist, ne? Ist jetzt hier so eine Wohngegend, ne, ich glaube, eine sehr schöne Wohngegend. Aber ihr seht hier, was los ist, ne? Hier ist alles noch krass überschwemmt, so. Das ist ganz geil, wenn du hier wohnst und hast hier immer so einen kleinen See dazwischen und so. Sieht richtig geil aus. Aber ihr seht ja, wie hoch der Wasserstand jetzt ist. Und wo da vorne die Häuser anfangen. Gestern war der Baum da, der jetzt komplett unter Wasser ist, so, wo du den Stamm nicht mehr siehst. Könnt ihr euch vorstellen, was dann gestern los war, als hier wirklich Hurricane war, ne? Da war hier wirklich komplett Land unter dann. Aber es ist so krass, du würdest es heute... Es ist es... Dieses Wetter, Alter. Der eigentliche Endgegner war da nicht der Hurricane, sondern die Lufthansa. Ey, ich bin so stinksauer auf diese Firma. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie schlechteren Kundenservice erlebt. Während alle anderen Fluggesellschaften nach 2 Tagen wieder geflogen sind, sollten wir laut Lufthansa einfach nochmal 5 Tage warten. Und das auch mit der Aussage, dass wir rein gar nichts für diesen verlängerten Aufenthalt zurückerstattet bekommen werden. Wir mussten uns um alles selber kümmern und haben dann am Samstag einen Flug gefunden, der uns von Orlando nach Washington, von Washington nach München, von München nach Frankfurt gebracht hat. Dazu sei aber gesagt, dass wir vorher einen Direktflug hatten und auch einen Direktflug gebucht hatten. Und von Frankfurt mussten wir natürlich auch noch mit dem Zug zurück nach Salzgitter. Wir waren dann gut 18 Stunden unterwegs und über 30 Stunden am Stück wach. Und das war wirklich die reinste Hölle. Wirklich. Die Lufthansa hat uns so scheiße behandelt und ich bin auch gespannt, ob ich überhaupt von meinem Geld, was ich noch extra ausgeben musste, zurückbekommen werde. Ich habe auf jeden Fall für mich selbst entschieden, dass ich, wenn ich es vermeiden kann, nie wieder mit der Lufthansa fliegen werde. Und ich erzähle euch das auch nur, damit ihr nicht irgendwann in dieselbe Falle rennt wie ich und ihr denkt, die Lufthansa ist eine tolle Fluggesellschaft, die einen guten Ruf hat, mit der werde ich fliegen. Vorsicht, mir haben danach auch ganz viele andere Leute geschrieben, wie verdammt scheiße ihr Erlebnis mit der Lufthansa war und deswegen einfach nur Vorsicht, Achtung, überlegt es euch vielleicht 2-mal. Aber gut, wir sind trotzdem gesund angekommen und dieses grausige Ende hat uns den Urlaub dann jetzt nicht trotzdem irgendwie versaut. Es hätte auch viel schlimmer sein können. Zum Beispiel hätte der Hurricane uns richtig schaden können.
Oder er hätte einfach in der Mitte des Urlaubs sein können oder was auch immer. Es war trotzdem der schönste Urlaub meines gesamten Lebens. So, und ich habe euch ja gesagt, es gibt noch ein paar Tipps für euch. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was der ganze Spaß gekostet hat. Und ja, das war natürlich nicht billig. Wir haben für die Flüge den 2 Wochen Parkeintritt, das Hotel, Verpflegung, Transport und Taschengeld für 2 Personen, alles in allem rund 6.000 Euro bezahlt. Und nein, die Zusatzkosten wegen dem Hurricane und so weiter habe ich da jetzt noch nicht mit draufgerechnet. Aber 6.000 Euro ist schon sehr viel. Das ist ein kleines Vermögen. Ihr kommt sicherlich auch günstiger bei weg, wenn ihr das ein bisschen schlau anstellt. Ich meine, ihr müsst natürlich nicht in so viele Restaurants gehen wie wir. Wir haben das wirklich häufig gemacht. Ihr müsst euch kein Lichtschwert kaufen für fast 300 Dollar. Das müsst ihr auch nicht machen. Wenn ihr die Flüge und den Parkeintritt viel früher bucht als wir, dann könnt ihr auch noch mal sparen. Wir haben das verhältnismäßig kurzfristig gemacht, nur so 4 Monate vorher. Wenn ihr das ein Jahr vorher macht, dann könnt ihr da auch noch mal richtig sparen. Ich glaube aber trotzdem, dass ihr für 2 Personen auf jeden Fall so mit um die 4.500 bis 5.000 Euro rechnen müsst. Okay, wie wird euer Aufenthalt in den Parkstyles aber möglichst gut? Tipps und Tricks. Bucht nicht über die deutsche Disney-Seite einfach. Schaut, auf welcher Disney-Seite es gerade Angebote gibt. Ihr könnt, glaube ich, im April nochmal richtig Geld sparen, wenn ihr ein Jahr im Voraus die Karten kauft. Es macht doch einen Unterschied, ob ihr den einzelnen Parkeintritt für einen Tag pro Park kauft oder ob ihr Parkhopper-Tickets kauft. Also, dass ihr tagsüber ab 14 Uhr zwischen den Parks hin und her wechseln könnt. Oder ob ihr auch nochmal Parkhopper Plus für die Wasserparks habt. Wir hatten das volle Programm, wir waren auch in den Wasserparks, aber wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr verzichtet auf die Wasserparks, die interessieren euch nicht, dann könnt ihr da halt auch nochmal Geld sparen, dann werden die Tickets günstiger. Jede Länderseite von Disney hat oft unterschiedliche Angebote. Als wir gebucht haben, gab es kurioserweise zum Beispiel nur über die irländische Seite von Disney ein Angebot für 2 Wochen Parkhopper Plus zum Preis von 1 Woche. Und das haben wir dann halt gebucht. Damit hatten wir direkt die Kosten für den Parkeintritt einfach halbiert. Fragt mich aber nicht, wann welche Seite welche Angebote haben, keine Ahnung. Haltet aber vielleicht erstmal Ausschau, bevor ihr irgendwas bucht und schaut mal. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass ich das jetzt gerade wirklich sage, aber schaut in bestimmten Facebook-Gruppen nach. Es gibt wirklich sehr engagierte große Facebook-Gruppen, wo Leute sich über Aufenthalte in Disney World austauschen, wo auch immer die neuesten Angebote und so weiter gepostet werden. Da könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr da mit einem wachen Auge drüber guckt, gute Schnäppchen entdecken. Außerdem wichtig, selbst wenn ihr ein Parkhopper-Ticket habt, dann müsst ihr aktuell trotzdem vorher sagen, an welchen Tag ihr in welchen Park wollt. Ihr müsst quasi den Platz im Park reservieren. Wenn ihr außerhalb der amerikanischen Ferienzeiten hinfahrt, würde es euch wahrscheinlich nicht passieren, dass ihr an einem bestimmten Tag nicht in den Park könnt, weil der irgendwie ausgebucht ist oder so. Also keine Sorge, aber das ist immer noch wegen Covid so, glaube ich. Denkt daran, dass ihr nicht in der amerikanischen Ferienzeit fahrt. Wir waren jetzt im September. Und da waren keine Ferien mehr in den USA. Und das längste, was wir ein einziges Mal angestanden haben, waren 2 Stunden. Das lag aber auch daran, dass eine Attraktion dann zwischenzeitlich auch nochmal kaputt war und so weiter. Und Leute sich irgendwie dämlich vorgedrängelt haben und sowas. Normalerweise war die längste Wartezeit 90 Minuten, aber meistens haben wir nur so 1/2 Stunde gewartet. Und das war dann auch vollkommen in Ordnung. Wenn ihr aber in den Ferien fahrt, dann könnt ihr euch das total abschminken. Ihr wollt nicht dahin, wenn die USA Ferien haben. Auf gar keinen Fall. Außerdem war ja jetzt im September, wo wir da waren, auch Halloween-Zeit. Das heißt, an manchen Tagen müsst ihr dann das Magic Kingdom früher verlassen, weil es eine Halloween-Party gibt, die ihr sonst extra bezahlen müsst und auch reservieren müsst. Und auch die ist natürlich viele Monate vorher schon komplett ausgebucht. Achtet also vielleicht darauf, was da so für Events sind und dass ihr auch nicht plant, an einem Tag ins Magic Kingdom zu gehen, wo ihr früher raus müsst. Dann geht ihr an dem Tag vielleicht lieber nach Epcot oder Animal Kingdom oder halt in die Hollywood Studios. Ihr müsst das also genau planen, aber ihr könnt die Reservierung, ich glaube, immer noch kurz vorher in der App ändern. Das ist auch der nächste Punkt. Nutzt die Disney World App. Die ist super. In der App habt ihr nicht nur einen Lageplan von allen Parks, ihr könnt auch immer die aktuellen Wartezeiten für die Attraktionen sehen. Außerdem braucht ihr, wie gesagt, die App, wenn ihr mit der Guardians of the Galaxy Bahn fahren wollt. Darüber meldet ihr euch in der Virtual Queue an. Wir haben über unser Angebot für den Parkeintritt, die ich eben erwähnt hatte, auch noch den Fotopass dazu bekommen. Ich habe ja auf Instagram auch einige Bilder gepostet, die teilweise halt von Fotografen gemacht wurden und nicht mit dem Handy.
habt ihr den Fotopass, könnt ihr euch von Fotografen, die alle 100 Meter an Sehenswürdigkeiten herumstehen, fotografieren lassen. Die scannen eure Eintrittskarte und dann habt ihr die Bilder ein paar Minuten später automatisch in der App unter Fotos. Bei den meisten Attraktionen mit Foto bekommt ihr die Bilder dann auch noch automatisch per Bluetooth auf euer Handy. Und das nächste, ihr braucht kein Magic Band. Ihr werdet vielleicht versucht sein, ein Magic Band zu kaufen. Ihr könnt das mit eurer App verbinden, eine Kreditkarte hinterlegen und dann überall im Park damit bezahlen. Oder ihr könnt das scannen lassen anstelle der Karte beim Eintritt und bei dem Fotografen und so weiter. Aber es ist echt Schnickschnack. Ihr spart 2 Sekunden Zeit, Maximum, weil alles, was ihr mit dem Ding machen könnt, könnt ihr auch mit eurer Eintrittskarte machen. Kauft es nicht, es ist rausgeschmissenes Geld. Wenn ihr irgendwas kauft, ein Plüschtier oder ein T-Shirt oder was auch immer, oder ihr in einem Supermarkt seid, bedenkt, in den USA steht an den Preisen die Mehrwertsteuer nicht dran. Die ist in Florida mit 7% zwar nicht so hoch wie in Deutschland, aber trotzdem müsst ihr bedenken, alles, was ihr kauft, wird beim Kassieren nochmal teurer. Achtet da einfach vorher drauf und überschlagt das vielleicht so grob im Kopf, damit man sich an der Kasse später nicht total erschreckt. Generell würde ich euch aber auch empfehlen, eine Kreditkarte dabei zu haben. Ihr braucht in den USA ganz dringend eine Kreditkarte. Bargeld habe ich nur ganz wenig benutzt. Ihr braucht für alles eine Kreditkarte. Erkundigt euch also vorher bei eurer Bank, ob ihr eine Kreditkarte bekommen könnt, falls ihr keine habt, oder wenn ihr schon eine habt, was dafür Gebühren anfallen, wenn ihr die in den USA benutzt und so weiter. Ihr braucht ganz dringend eine Kreditkarte. Wenn ihr in einem Restaurant essen wollt, wie zum Beispiel dem Schloss des Biest, dann müsst ihr das mehrere Wochen im Voraus reservieren. Ab 60 Tage vor der Parkbuchung könnt ihr jeweils für den Tag reservieren. Die beliebtesten Restaurants sind aber logischerweise auch immer sofort ausgebucht. Wenn ihr ein bestimmtes Restaurant wollt, dann solltet ihr also immer wieder schauen, ob nicht vielleicht noch ein Tisch frei wird. Und die werden manchmal auch frei, weil die Leute kurz vorher, einen Tag vorher sagen, ach, wir gehen jetzt doch in einen anderen Park oder was auch immer. Es lohnt sich also wirklich immer wieder jeden Tag da reinzugucken, selbst wenn ihr schon im Disneyland seid. Und das ist auch noch ein erheblicher Punkt. Ihr müsst in den USA immer Trinkgeld geben. Für guten Service 20% vom eigentlichen Wert, den ihr für das Essen ausgegeben habt. Ich meine, ihr könnt den Kellnern in den Restaurants auch einfach kein Trinkgeld geben, aber dann seid ihr halt richtige, krasse Arschgeigen. Kellnerjobs werden in den USA noch weniger bezahlt als in Deutschland und die Leute dort, die als sowas arbeiten, sind wirklich auf das Trinkgeld angewiesen. Die brauchen das. Das ist nicht ein kleiner Bonus wie vielleicht in Deutschland, nein, das ist mit ihrem normalen Gehalt quasi schon verrechnet. Es ist zum Teil auch so, dass es einen Pott gibt, einen Trinkgeldpott vom Tag, von allen Mitarbeitern. Das wird da reingeschmissen und dann wird das runtergerechnet auf alle, damit die Köche und die Leute, die im Hintergrund arbeiten, halt auch ein bisschen Trinkgeld bekommen. Wenn ihr einem Kellner oder einer Kellnerin jetzt kein Trinkgeld gebt, dann kann es sein, dass diese Person aus eigener Tasche den Trinkgeldpott aufstocken muss, damit alle anderen nicht darunter leiden müssen. Wollt ihr das? Wollt ihr so ein Wichser sein, der euren Kellner oder eure Kellnerin so in die Pfanne haut, die euch gerade bedient hat? Überlegt es euch. Ich konnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren und ich habe eigentlich, es war immer super guter Service und deswegen habe ich auch immer 20% Tipp gegeben. Hat aber auch den guten Vorteil, dass die super arschfreundlich sind. Also ich wurde noch nie so gut bewirtet in Deutschland wie in den USA, weil die wollen das Trinkgeld, die sind darauf angewiesen und deswegen pudern die euch auch richtig den Arsch. Ist eigentlich auch ganz angenehm und dann ist es auch okay, Trinkgeld zu geben, meine ich. So, geht nur in die Universal Studios, wenn ihr wirklich Hardcore Harry Potter Fans seid. Ansonsten ist es rausgeschmissenes Geld, wirklich. Ihr habt meinen Rant vorhin gehört. Der Harry Potter Kram, die Sachen, die da sind, die sind wirklich, wirklich toll. Es ist mega. Aber alles andere, das ist meiner Meinung nach das Geld nicht wert. Wirklich nicht. Wenn ihr alles von Harry Potter sehen wollt, dann müsst ihr, wie gesagt, auch Eintritt für beide Universal Parks bezahlen. Überlegt euch das wirklich gut. Auch wenn ich Harry Potter sehr mag, rückblickend betrachtet, denke ich mir, es war sein Geld nicht wert. Unterschätzt auf gar keinen Fall die Hitze. Es waren, glaube ich, durchgehend 32 bis 36 Grad bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Ich vertrage Hitze nur sehr schlecht und deswegen brauchte ich auch die Mütze. Zum einen, weil ich ansonsten irgendwann vielleicht einen Sonnenstich bekommen hätte. Zum anderen waren meine Haare nonstop nass geschwitzt. Und ich wollte ja nicht auf jedem Foto mit nass geschwitzten Haaren rumstehen. Ich bin da wirklich extrem mit dem Schwitzen. Das ist bei euch vielleicht nicht so, aber wirklich, unterschätzt nicht das Klima. Wenn ihr so eine gute Kellerbräune wie ich habt, dann nehmt euch auf jeden Fall Sonnencreme mit. Gute Sonnencreme. Cremt euch euren Nacken ein. Ansonsten habt ihr nach ein paar Tagen den Sonnenbrand des Todes. Ihr müsst richtig viel trinken. Wie gesagt, ich konnte das Wasser dort nicht trinken. Es schmeckt wie Schwimmbadwasser, es ist voller Chlor.
Deswegen haben wir uns direkt am ersten Tag 20 Liter Wasser geholt und haben die dann halt immer genutzt und noch ein paar Softdrinks. Tipp, wenn ihr in eurem Hotelzimmer einen Kühlschrank mit Gefrierfach habt, das hatten wir glücklicherweise, dann packt die Wasserflaschen da rein, aber nur Plastikflaschen. Plastikflaschen, alle anderen gehen kaputt. Dosen auf gar keinen Fall, Glas auf gar keinen Fall, Plastikflaschen. Packt die Plastikflaschen in den Gefrierschrank, lasst die über Nacht gefrieren, packt die gefrorenen Flaschen in euren Rucksack. Die tauen bei dem heißen Klima über den Tag verteilt dann irgendwann auf und ihr habt immer was Eiskaltes zu trinken. Und apropos Wasser, und der schätzt nicht den Regen. Es kann in Florida im September von jetzt auf gleich brutal anfangen zu regnen. Das ist die Rainy Season. Ihr seid dann in wenigen Minuten klitschnass. Ihr könnt euch zwar auch Regencapes im Park kaufen, da kostet eins aber $12 und die sind sehr dünn und billig. Kauft euch vorher also am besten in Deutschland ein gutes Regencape, das nach einmal benutzen nicht direkt droht auseinanderzureißen. Packt außerdem immer Badelatschen ein, damit es, wenn es so stark regnet, ihr eure Turnschuhe ausziehen könnt und in Badelatschen rumlaufen könnt. Der Regen ist total warm, frieren werdet ihr nicht. Lauft aber nicht in nassen Schuhen herum. Ich, Trottel, hab das beim ersten Regenfall gemacht und hatte danach riesige Blasen an meinen Füßen. Ich habe tatsächlich 3 ganze Packungen Blasenpflaster in diesen 2 Wochen verbraucht. Also ja, für alle Fälle, packt euch auf jeden Fall auch Blasenpflaster ein. Wenn ihr es gewohnt seid, den ganzen Tag zu stehen und rumzulaufen, weil das vielleicht euer Job ist, dann steckt ihr das sicherlich besser weg als ich. Aber wenn ihr die meiste Zeit nur auf eurem Hintern sitzt, im Homeoffice oder in der Firma, im Büro, so wie ich, ja, dann ist das wirklich nicht zu unterschätzen. Ich habe euch am Anfang gezeigt, wie riesengroß dieser Park ist. Bedenkt, diese riesige Fläche werdet ihr zu Fuß 2 Wochen lang ablaufen. Unterschätzt das nicht. Grundsätzlich kann ich euch aber die Seite Dein DLRP von Dörte und Thorsten empfehlen. Wir haben super viel Informationen von ihrer Seite und das hat unsere Planung immens erleichtert. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die beiden für ihren Content. Die haben übrigens auch einen YouTube-Kanal, wo sie euch all das, was ich euch gerade erzählt habe, noch einmal viel ausführlicher erklären. Und das soll es jetzt gewesen sein. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Irgendwas, was euch noch nicht klar ist, was ich im Video jetzt nicht genau erklärt habe, wo ihr nochmal genauere Infos drüber haben wollt? Irgendwas anderes? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich lese das alles und werde auch versuchen, alle Fragen, die ihr vielleicht noch habt, zu beantworten. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt doch drüber nach, mir ein Like zu geben und mir vielleicht ein Abo dazulassen. Würde mich doch sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal sage ich tschö mit Ö. Hauen Sie, bauen Sie. May your heart be your guiding key. Und wenn wir uns das nächste Mal hier auf diesem Kanal sehen, dann geht es natürlich um Dark Road, einfach erklärt.